So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit dem nächsten GTA-Game aus der Trilogy Edition, Definitive Edition von Vice City, also GTA Vice City in der neuen Edition. Ja, wir werden uns auch hier die erste Stunde zum Spiel anschauen, die Geschichte spielen, die ersten paar Missionen und dann könnt ihr euch eben dann anschauen, wie das so geworden ist. Was natürlich klar ist, ist, dass die Spiele von Spiel zu Spiel besser werden, nicht nur grafisch, sondern auch was die Story und was das Gameplay angeht. In Vice City kann man noch mehr machen, als man schon in GTA 3 machen konnte. Der Umfang ist größer, es gibt mehr Story-Missionen, auch Nebenmissionen und viel mehr, was man machen kann. Zum einen kann man hier auch dann Immobilien kaufen und dadurch dann nochmal mehr Geld machen. Also richtig, richtig nice. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall hier mal anschauen, dann wie hier das so gemacht wurde. Ich werde auf dann auch noch mehr Videos dazu machen, also nochmal extra separates Gameplay dann dazu machen. Aber hier kann man sich jetzt eben mal die erste Stunde zum Spiel anschauen und kriegt so ein gewisses Gefühl dafür, was einen da erwartet. Und in der ersten Stunde sieht man schon ganz gut, ob das einem gefallen kann oder nicht. Ja, ich finde Vice City wirklich grandios. Es zählt für mich zu einem der besten GTAs mit natürlich San Andreas. Und ich muss ehrlich sein, ich finde sogar Vice City und San Andreas ein bisschen besser wie GTA 5, rein von den Features her und von der Story her, aber GTA 5 ist nach wie vor grandios. Ja, dann gucken wir mal rein in die ersten 30 Minuten und dann hören wir uns wieder. Nach den ersten 30 Minuten werde ich wieder einiges zum Spiel und zum Gameplay sagen und ich freue mich riesig drauf und ich bin gespannt, wie es aussieht und vor allem, was uns da dann erwarten wird an Verbesserungen. Ja, dann hören wir uns später wieder und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Spiel. Bis dann. Ken Rosenberg here. Hey! Hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay, so, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the... Okay, that's them and the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on!
car! Get out of here! Drive! Poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Lacy Glove at Vice City's one-stop shop for people who know underwear should be worn. We interrupt your programming with a message from the State Department. All bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed because of a severe weather warning. Meteorologists are tracking Hurricane Hermione, which has devastated 5 Caribbean islands and is heading for Vice City. More updates soon. A dip in the hooch and her. I'm so freaking lost, it's not even. Hello, Sonny. Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead! You jerk! I'm like so stuck! Thank you.
get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Who does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. Nice bike. No, my bike!
Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Will you be working for my father? Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. Vamos. See you around, handsome. I'm sure you will. This ain't my home stretch. You feel like butting heads with me? Well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it! Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Thank you.
where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know who I am? Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor around here. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. Get lost, honey. Wait. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. You're one dead prick. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. This way! Maneja, keep driving! One thing you gotta realize about this town, you gotta pack some heat. Local gun shop's a couple of blocks away. Thank you.
I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out! I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that! The jury case didn't go so well. So make them change their minds. So, ihr habt's gesehen, wir sind ein Stückchen weitergekommen und was man auf jeden Fall merkt ist, dass die Steuerung und die Fahrzeugsteuerung sich ordentlich verbessert hat und ja, es ist
richtig, richtig nochmal was getan worden. Die Texturen, die Charaktere sehen besser aus und auch die Soundeffekte und so weiter wurden ein bisschen verbessert. Man merkt aber auch, dass generell die Steuerung, ne, die wurde ja an GTA 5 angepasst, von dem, wie man die Sachen auswählt, die Radiosender wechseln oder die Waffen auswählt und so weiter. Das wurde da an GTA 5 angepasst oder zumindest für die Leute, die GTA 5 schon gespielt haben, wird die Steuerung sehr vertraut sein. Man kann aber auch in den Optionen noch ein bisschen was einstellen, was man da eben ja an Möglichkeiten hat. Und das Spiel läuft auch ziemlich flüssig. Man kann ja in 4K, müsste ich glaube ich richtig liegen, 30 FPS im Grafikmodus spielen und 60 FPS im Performance-Modus. Und ja, ich finde wirklich, man sieht definitiv, dass hier Arbeit reingeflossen ist und man merkt, dass sie sich da auf jeden Fall an Verbesserungen rangemacht haben. Auch generell die Missionsstruktur und so weiter ist ja in Vice City wirklich richtig gut und das macht wirklich Spaß, dann die verschiedenen Auftraggeber dann zu besuchen und später, wenn man weiterkommt im Spiel, öffnet sich das alles ja noch viel mehr und man hat dann noch mehr Möglichkeiten mit den ganzen ja, Immobilien dann kaufen, mit den neuen Fahrzeugen, die man bekommt und den Klamotten und den weiteren Jobs, die man dann auch erledigen kann, wie zum Beispiel Pizzalieferung, Taxifahrten und so weiter. Da kann man noch vieles weiteres machen und ich finde es bisher richtig gut, es fühlt sich gut an, es spielt sich gut. Also da merkt man wirklich, dass sie da richtig, richtig Arbeit dann reinfließen haben lassen. Und ja, sieht auf jeden Fall gut aus und steuert sich super. Natürlich kann ich die Musik hier nicht laufen lassen, weil sonst habe ich da Copyright-Probleme. Aber auch die Musik war ja in GTA Vice City, in GTA 3 und in San Andreas grandios. Auch da ist natürlich wieder einiges mit dabei, auch wenn nicht alle Songs enthalten sind aus Lizenzgründen. Ja, dann gucken wir mal weiter und dann hören wir uns später wieder. And he's like, okay. Giorgio? You remember he's innocent? I can't believe this is happening! You know he's not guilty.
I ain't got no suntan. Well, you ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you.
Get to the payphone next to the mall in Washington.
So, ja, wir haben den Lieferant ausgeschaltet und ihr habt gesehen, es ist manchmal schon so, dass man eventuell mal dann das Spiel neu laden muss und dann nochmal dahin gehen muss, weil es eben noch nicht perfekt bugfrei ist eventuell, aber der Day-One-Patch ist ja installiert und ich denke, die werden da auch weiter dann noch dran arbeiten, wenn es eventuell bei manchen Missionen dann ein Startproblem gibt. Ansonsten läuft das, wie gesagt, sehr gut. Und auch generell so die Stimmen und alles, das ist nach wie vor einfach super gemacht. Die Sprecher sind toll und die einzelnen Charaktere sind auch super. Das war ja auch das, was GTA immer ausgemacht hat. Die verschiedenen Charaktere, wie die interagieren. Und ja, Tommy Vercetti ist ja auch richtig cool. Für viele ist ja Vice City eins der besten GTAs. Kann ich auch voll verstehen, wegen dem Flair, das Ganze, die Stadt, wie die aufgebaut ist und auch die ganzen Lampen leuchten und so weiter, dieses 80er Jahre Flair, das kommt da einfach super rüber. Die Musik tut ihr Übriges dazu, also richtig, richtig gut. Und ja, ich freue mich dann drauf, die ganzen extra Missionen noch machen zu können, weil es gibt ja, wie gesagt, noch viele weitere Missionen, die man machen kann, mit Verbrechen und Krankenwagen, Taxifahrten und so weiter. Pizzalieferant kann man auch werden. Also da bin ich sehr gespannt drauf, was da noch kommt. Und ja, es ist einfach schön, wieder diese alten Klassiker zu spielen, denn ohne diese GTAs wäre GTA 5 heute nicht so gut, wie es ist. Und ja, einfach richtig cool. Und dann gucken wir mal auf jeden Fall weiter, was uns dann noch erwartet, wie weit wir noch kommen mit der Story. Ich hoffe, dass auch weiter alles gut läuft und ja, dass wir da keine Probleme haben, dann nochmal neu laden zu müssen, wie gerade eben. Aber ja, bisher hat es eigentlich ganz gut geklappt, bis auf einmal. Also gucken wir mal weiter und dann hören wir uns am Ende des Videos nochmal. Ich finde es bisher richtig gut, gefällt mir noch ein ganzes Stück besser wie GTA 3, aber ja. Das ist natürlich klar, weil es ja auch das neuere Game ist. Dann bis später und dann hören wir uns wieder. Goes without saying. Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just okay? Calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay. What could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Ah.
Let's go! So, da sind wir hier schon wieder fast am Ende von der Stunde und ich komme jetzt mal zum kleinen Fazit auf jeden Fall im Spiel. Ja, ich kann sagen, ich finde es wirklich richtig toll bisher und man merkt definitiv, dass mit Vice City nochmal eine ganze Ecke besser wurde, das Spiel oder generell die Features und die Fahrphysik und alles. Da merkt man schon, es wurde nochmal einiges besser und man hat hier definitiv nochmal einen Fortschritt nach vorne gemacht. Jetzt mit dieser neuen Version hat man halt sozusagen die beste Version, die man bisher haben konnte auf der PS5 oder PS4. Und es läuft wirklich super gut bisher. Man hatte ein Problem vorhin oder so bei der einen Mission, da musste ich neu laden. Aber ansonsten mit dem automatischen Speichern und generell mit dem, ja, dass man separat immer speichern kann, ist es eigentlich kein Problem und die Ladezeiten sind auch sehr schnell. Es läuft wirklich sehr gut. Ich habe jetzt den Performance-Modus noch nicht ausprobiert, aber den werde ich mir auch nochmal anschauen. Und ja, ist einfach toll, zurückzugehen zu diesen Klassikern und die nochmal zu erleben. Man weiß ja, wie man die gespielt hat, wo die rauskamen oder zumindest wann man die dann spielen konnte. Und es ist einfach toll, dann mal wieder zurückzugehen und zu sehen, was GTA eigentlich da war und wie es jetzt eben geworden ist. Das ist richtig toll und da freue ich mich drauf, dann definitiv noch in San Andreas reinzuschauen. Das ist ja mein absoluter Lieblingsteil. Ich mag dort einfach die Charaktere und auch Vice City ist super, finde ich auch grandios. Ganz tolles GTA mit vielen neuen Features, die von GTA 3 dann erweitert wurden. Auch die Stadt ist richtig toll. Und ja, da kann man sich drauf freuen, dann definitiv viel Umfang zu haben. Denn Umfang haben die Spiele definitiv. Also pro Spiel muss man schon 30 Stunden mit einberechnen. Wenn man alles macht, dann natürlich noch viel mehr. Aber richtig toll. Ja, das soll es dann auch mit dem zu hier gewesen sein. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich werde den Rest noch zu Ende laufen lassen. Und ja, schaut mal die anderen Videos an. Ich werde noch zu San Andreas was machen. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.
careful! You look sexy.